Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Nerdfallmedizin aus Leipzig vom Degina-Kongress 2018. Wieder mit Christoph Hüser von ToxDocs. Hallo. Christoph, schön, dass du wieder oder noch immer bei uns bist. Hallo. Wir haben ja im letzten Video zum Thema Intoxikation uns ein bisschen mit der Präklinik beschäftigt. Was sind die wichtigsten Sachen und was sind die Dinge, die man, an die man irgendwie denken muss. Ne? Von der war der Klostein war irgendwie dabei, die ja One Pill Kill und die Shampoo-Intoxikation bei den Älteren. Und wir haben uns noch so ein bisschen beschäftigt mit den Toxidromen. Ja? Also das ist nochmal ein Hinweis auf das Video. Aber jetzt geht es doch darum, schippen wir die irgendwie in die Klinik. Was soll ich, wenn ich als Notarzt reinkomme, mir so überlegen, was möchte er denn haben? Was sind so die wichtigsten Informationen? Gut, also ich denke, es ist klar, dass wir einmal so auch das ABCDE-Schema durchgehen haben wollen, gut, das ja. ist klar. Mhm. Aber davon abgesehen, was möchte ich vor allen Dingen wissen, wie ist die Auffindesituation gewesen? Okay. Wo war der? Was hat er vielleicht für Hobbys? Was macht der? Weil oft nehmen die Leute ja das, was sie kriegen. Ja? Mhm. Irgendwie der Alkoholiker trinkt das Frostschutzmittel, weil er ja gerade keinen Alkohol hat. Ja? Okay. Der Modellflugzeugbauer trinkt das Flugzeugbenzin, das Methanol, um sich umzubringen, ja, solche Sachen, das sind wichtige Hinweise, die man in der Klinik einfach nicht mehr kriegt, die der Rettungsdienst vielleicht vor Ort durch den Eindruck der Situation einfach hat. Ja, okay, super. Und halt wirklich die Medikamente da von den Leuten mitbringen, die Blister, die will ich sehen, was genau nimmt der. Mhm. Und natürlich, das ist ein viele Anforderungen an den Rettungsdienst. Ne? Also ja, die sind doch alle super, die können das. Ja, das stimmt. Aber manchmal hat auch der Beste keine Chance, wenn er einen im Wald findet. Ja. Mhm. Aber dann ist einfach der Eindruck, was hat der Rettungsdienst, was denkt er von der Szene her? War das vielleicht eher ein Unfall? Sah das eher aus wie ein Suizid? Das sind die Sachen, die wir in der Klinik ja nicht mehr mitkriegen. Und da ist der Rettungsdienst dann wirklich hilfreich, das möchte ich wissen. Okay, das finde ich, wie immer, Anamnese, aber eben gerade dieser, dass das so wichtig ist, was dort vor Ort ist, das finde ich nochmal, ist auch für mich nochmal ein guter Punkt, dass ich mir die Situation auch nochmal genauer, vielleicht die eine halbe Minute nehme, nochmal einen Blick durch die Wohnung oder durch, das finde ich sehr, sehr gut. Genau. Okay, also jetzt haben wir diese ganzen Informationen, super, wie du sagst, perfekter Rettungsdienst und jetzt geht es weiter mit der ersten Untersuchung. Was sind so die Fragen, die wir wissen möchten vom Patienten, was checken wir eigentlich ab? Klar, also wir machen auch wieder das ABCDE. Jawohl. Klar, natürlich, aber dann, was wollen wir frühzeitig? Wir wollen frühzeitig ein EKG. Okay. Im EKG, was sind so Hinweise, die uns da vielleicht, oder was kann uns da auffallen? Also wie gesagt, die Breitkomplexe, okay, die sind oft ein Hinweis auf eine Trizyklika-Intoxikation. Mhm, da sollte man dann immer dran denken, kann das sein? Ja, klar, kann auch mal ein Schenkelblock sein, gerade bei älteren Leuten, der schon bekannt ist, aber vielleicht sind es doch wirklich auch Trizyklika-Intoxikationen. Okay. Dann, was auch häufig genommen wird, ist Quetiapin, Seroquel. Mhm, ja, das macht typischerweise eine Sedation, eine Bewusstseinsstörung und dann eine Sinustachykardie. Also die Kombination aus diesen beiden Dingern würde dich... Da würde ich immer schon mal so denken, na, könnte das nicht in die Richtung gehen? Mhm. Und wenn man Patienten hat mit ST-Hebungen im EKG, Ischämiezeichen, das immer dran denken, das könnte auch mal Cyanid sein, hier die Bittermandeln, die jemand gegessen hat. Das wäre aber eine Hammerdiagnose, oder? Also, aber ist ein super Punkt. Mir fällt da noch ein, es gibt ja auch manchmal diese Geschichten unter Amphetaminen oder Kokain, die haben ja auch so teilweise ST-Hebungen, AP-Beschwerden und so weiter. Also, das wollte ich dich gerade fragen, es reicht also mir nicht nur ein Monitor-EKG, ne, nicht nur ein Rhythmusstreifen, sondern möchte man auch ein 12-Kanal-EKG. Ja? Auf jeden also, Fall, okay, richtig. Okay. Und die werden auch behandelt wie ein ST-Hebungsinfarkt, ne, die bei den Kokain- und Amphetamin-Intoxikationen. Genau. Also, okay, ABC, frühes EKG, was willst du noch wissen? Ich hätte gerne eine BGA. Ausgezeichnet. Da kommt der Nephrologe durch. Ja. Aber wir kennen es alle, wir haben es im Medizinstudium auf jeden Fall gehabt, auch im Rettungsdienst hört man schon mal, die Anionenlücke, die wir berechnen können in der BGA und die uns dann einen Hinweis gibt auf Kussmaul, ja, wenn sie erhöht ist, ja, ob es vielleicht eine Ketoazidose ist, eine Uremie. Das sind jetzt nicht toxikologische Ursachen, aber jetzt kommen wir schon zu den Tox-Themen. Okay, ich bin gespannt. Die Salicylsäure, die übrigens nicht nur in Aspirin ist, sondern auch in der Pferdesalbe und im Tigerbalsam, den die Kinder gerne essen und da sehr viel höher konzentriert und gefährlicher aufpassen darf. Okay. Ja, also Salicylsäure, das Methanol, das Ethylenglykol, eigentlich schreiben wir es ja mit E, dann wieder die Uremie
Und am Ende noch die Laktatazidose, die natürlich auch unspezifisch für viele Intoxikationen sein kann, aber auch schon mal gerne vorkommt bei einer Metformin-Überdosierung. Also BGA, zackig, da reicht der nebenöse. Aus der normalen Blutentnahme. Ja. Genau, also wir haben jetzt den mega respiratorische. Aber dazu hat der Philipp nochmal ein Video gemacht, da verlinken wir jetzt auch nochmal drauf. Und in den Shownotes, ich habe ja auch gehört, der Philipp will noch mehr zu BGA machen, weil da ganz viel Feedback war, dass wir da noch mehr in die Tiefe gehen können. Da freut sich auch der Nephrologe, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Okay, gibt es irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Sachen, die du gern gleich früh bestimmen möchtest, wo du versuchst, eine Spiegelbestimmung zu kriegen? Machst du das blanko oder... Oder sagst du, nee, das hat jetzt für die Erstdiagnostik, das macht man erst, wenn man was Genaueres weiß? Nee, also für die Erstdiagnostik hat das für mich nicht so einen hohen Stellenwert. Ich versuche das vorher einzugrenzen. Man kann das machen, wenn man wirklich einen starken Verdacht auf eine Intoxikation hat, dass man so hingeht und zum Beispiel einen Paracetamolspiegel schon mal früh bestimmt, einfach weil das was ist, was häufig genommen wird. Und die über die Hälfte der Vergiftungen nehmen die Leute ja mehr als eine Substanz ein. Ja. Und wer dann zum Beispiel was Beruhigendes genommen hat, damit er nicht mitkriegt, dass er jetzt dann stirbt oder friedlich stirbt, und zusätzlich das Paracetamol genommen hat, das verpasst man vielleicht sonst am Anfang. Da macht es dann vielleicht schon Sinn, früh nochmal einen Spiegel abzunehmen und dann aber auch nochmal 4 Stunden später, weil Paracetamol eben anflutet und der Spiegel eigentlich so erst nach 4 Stunden da ist. Das kann man machen. Okay, also da fasse ich jetzt nochmal zusammen. ABCs, wie immer, und EKG-BGA. Das sind so die 2 super Tools, die schon ganz, ganz viele Hinweise geben und wo ich mir auch vorstellen kann, wenn ich dann den Giftnotruf anrufe, dass die dann schon sehr, sehr viel draus lesen können. Ne? Selbst wenn ich das jetzt nicht verstehe und sage, das EKG schaut so und so aus, dass mit diesen 3 Informationen plus der Anamnese vom Rettungsdienst, das ist schon, genau, schon hilfreich. Genau, man macht das im Kopf des Giftnotruf-Mitarbeiters dann klick, klick, klick. Und dann, denn das macht man ja den ganzen Tag eigentlich dort. Ne? Da hat man ja dann viel mehr Expertise. Ja, klar. Vielleicht. Ja, klar. Klar. Ja, und dann macht es dann mehr schneller Klick. Genau. Okay, und auch dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt, Behandlung. Also was sind jetzt so die ersten Schritte, die man macht allgemein? Ne? Unklare Intox, wie du sagst, meistens Mischintoxikation. Was sind so noch ein paar kleine Tipps neben, wenn er nicht schnauft, wird er beatmet? Genau, also so ist es. Wenn der Atemweg nicht sicher ist, dann muss der Patient intubiert werden. Es gibt auch eine kleine Studie dazu. Die haben das nochmal geschaut. Da kann man sich auch an das GCS von 8 halten. Okay. Also da sollte dann intubiert werden, das ist dann für die Prognose besser. Ja, der Patient sollte beatmet werden, wenn der Kreislauf ein Problem ist, bei den Breitkomplex-Tachykardien ans Natriumbicarbonat denken. Okay. Ansonsten supportiv vor allem Volumen geben, Katecholamine, ganz einfach. Genau. Und beim E sollte man dann noch dran denken, bei den Amphetaminen ist es so, ne, die Patienten sind oft hypotherm, da auch auf die Körpertemperatur achten, die auch mit monitoren und die Patienten gegebenenfalls kühlen, wenn das sein muss. Okay, dann gibt es ja noch so ein paar spezielle Methoden oder ein paar Antidote, Sachen, die man machen kann. Ich denke jetzt an die Kohle, an irgendwelche Art von Gastroskopie, Magenspülung. Was sagst du dazu oder was sind da, wann denkst du da? Also die 3 Dinge der Giftbehandlung oder Intoxikationsbehandlung, supportive Therapie, Giftelimination und Antidote, die gibt es ja nur selten. Gucken wir uns einmal kurz die Giftelimination an. Die Magenspiegelung macht man selten. Wir haben das im Giftnotruf eigentlich nur empfohlen bei Tabletten, die Bezoare bilden, also Klumpen im Magen und dann eine lange Resorption machen. Teilweise sind die Patienten anfangs asymptomatisch, nach einem Tag plötzlich schwer vergiftet. Okay. Das möchte man verhindern und da macht man das am besten unter Sicht, weil man das mit einer normalen Magenspülung gar nicht rauskriegt, diese verklumpten Tabletten. Okay. Da ist zum Beispiel Quetiapin, Aspirin, Amitriptylin manchmal auch, Lithium, das sind so ganz wenige. Und die Evidenz dafür ist katastrophal schlecht. Das ist mehr ein Good Clinical Practice Thing. Das hat halt nichts anderes. Ne? So. Genau. Dann die Aktivkohlegabe, auch da ist die Evidenz schlecht. Wird nicht als Standardmaßnahme empfohlen. Aber es kann eben doch vor allen Dingen, wenn es in der ersten Stunde gegeben wird, einfach die Resorption mindern. Ne? Und wenn die Leute vielleicht noch halb so viel Gift aufnehmen, ist ja oft schon viel gewonnen. Aber da immer dran denken, der Atemweg muss gesichert sein. Wenn die Leute das Zeug aspirieren, dann gibt es schwere Lungenentzündungen, da hat man auch nichts mit gewonnen. Da sollte man dann eher auf die Aktivkohle wirklich auch verzichten. Und es ist ja auch so, die wirkt ja auch nur sehr früh. Ne? Da ist die schlechte Evidenz, die es gibt, überhaupt vorhanden, oder? Genau. Dass man die ersten Stunden... Also man sollte es in der ersten Stunde ne? In der ersten Stunde geben.
Man kann es bei ganz wenigen Sachen vielleicht auch später geben, um eben zum Beispiel diese Nachresorption bei einem B2A zu verhindern, aber wirklich die Evidenz sagt, erste Stunde und danach nimmt es rapide ab. In der ersten Stunde kann man vielleicht so die Hälfte abbinden, nach 2-3 Stunden vielleicht so 20% machen. Okay. Dann gibt es noch ein paar spezifische Antidote, jetzt für Paracetamol und dann natürlich das Naloxon, das Flumazenil. Du hast vorher beim letzten Video auch mal gesagt, Vorsicht beim Flumazenil, gerade bei Mischintoxikationen, weil man sich da Probleme einkauft. Genau, denn oft ist es so, dass die Leute zum Beispiel nehmen die Tricyclika und zusammen mit einem Benzodiazepin, die Tricyclika, die senken die Krampfschwelle. Die Leute therapieren sich praktisch schon selber, indem sie das Benzodiazepin nehmen. Mhm. Ja, und wenn man denen jetzt Flumazenil gibt, dann fangen die an zu krampfen. Das heißt, man erkauft sich da teilweise mehr Probleme, als man hat. Das heißt, das würde ich sehr zurückhaltend einsetzen. Das kann man machen, wenn man sicher ist, dass es eine Benzodiazepin-Monointoxikation ist, kann man das machen, um vielleicht eine Intubation zu verhindern. Ja, wenn da jetzt einer eine Überdosis Zopiclon wirklich nur genommen hat. Aber meistens laufen auch die Benzodiazepin-Überdosierungen glimpflich ab und die brauchen oft keine Intubation. Okay, okay. Zu den anderen Antidoten, denke ich, werden wir nochmal was Spezielles machen. Das ist ja dann doch ein bisschen komplizierter, gerade so Paracetamol und Schemata und so. Ne? Da merke ich schon, ich habe da diese komische Grafik da wieder im Kopf. Letzte Frage, Dialyse. Was ist damit? Da gibt es doch ein paar Sachen, die man dialysieren kann. Macht es jetzt Sinn, wenn ich eine unklare Intoxikation habe, gleich ein Zentrum mit Dialysekapazität anzufahren? Oder was, wo würdest du das sagen? Also auf jeden Fall, wenn man weiß, es ist was mit Ethylenglykol oder Methanol, die werden fast immer dialysiert, dann das auch so ein Zentrum direkt anfragen. Man kann auch gerne einen Giftnotruf, wie gesagt, anrufen und fragen, dann wird das auch empfohlen. Ja, was man auch noch dialysieren kann, typischerweise ist Aspirin, Lithium und ein bisschen Valproat und die älteren Rattengifte mit Thallium oder Barbiturate, die kann man dialysieren. Ja, heute ist es mehr das Makumar in stärkerer Wirkung. Ja. Früher war es dann mehr das Thallium. Christoph, vielen Dank. Das hat mir jetzt tatsächlich auch nochmal ein gutes Schema gegeben. Zusammengefasst, hauptsächlich supportiv, primär. Ja. Die Antidote sind mit wenigen Ausnahmen gar nicht so die erste Strategie. Ja. Wir dürfen das ABC einfach nie vergessen. Genau. EKG, BGA, super wichtig. Und wie immer früh mit dem Giftnotruf reden. Genau. Gibt es von dir noch irgendwas, wo du sagst? Ja, also ich würde noch gern, wenn man, also hauptsächlich macht er wirklich die Probleme, die Medikamente, die auf den Kreislauf gehen. Ich glaube, wir wissen gut, was wir machen, wenn jemand Bewusstseinsstörungen hat, aber wenn wir den Druck selbst mit Katecholaminen und Volumen nicht in den Griff kriegen, bei einer zum Beispiel Calcium-Antagonisten-Intoxikation, dran denken, es gibt auch noch die Lipid Rescue, die bei den Lokalanästhetikern, die Anästhesisten kennen das. Und es gibt auch gute Fallberichte eben vom Einsatz von ECLS-Verfahren. Das heißt, wenn man da Probleme kriegt, frühzeitig dran denken. Die Patienten haben oft einen super Outcome, wenn man das frühzeitig beginnt. Also sind Leute, die man wirklich schön retten kann. Es sind jetzt nicht die Multimorbiden, sondern es sind vielleicht die, wo man echt auch Ressourcen einsetzt. Ja? Genau. Gutes Schlusswort. Vielen Dank. Schaut euch ToxDocs an. Fragen alle an uns, gehen alle weiter. Hunderte Briefe. Wir sagen Ciao vom Degina-Kongress 2018 in Leipzig und wir sehen uns wieder bei Nerdfallmedizin. Tschüss. Ciao.